Und bei Fragen schreibt uns an, aber tendenziell könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Und ja, in diesem Rahmen, ihr könnt machen, was ihr wollt, Philosophie, sind ja dann auch diese Abenteuerwelten, die es für Fate gibt, quasi im deutschen Rahmen. Also nochmal, also es gibt Abenteuerwelten für Fate. Genau. Das sind kleine Settings, teilweise für Fate Core oder für Turbo Fate, je nachdem. Und die immer nur eine gewisse, die haben eine gewisse. Die haben diesen Losspielfaktor. Steht ja hinten drauf, heute Mittag gekauft, heute Abend schon leiten. Das sind ganz, ganz dünne, ganz, ganz kleine Heftchen. Habe ich auch auf meinem Kanal eine Abenteuerwelt vorgestellt, die du mir dankenswerterweise zugeschickt hast. Da habt ihr auch ein, wie heißt es denn, so Gewinnspiel gemacht oder so eine Ausschreibung. Wer kann das beste Abenteuersetting machen? Genau, wir haben eine Weltenband-Challenge haben wir gemacht. Weltenband-Challenge und da Genau. hat der Bergungskreuzer Möwe gewonnen Genau. und das ist auch so eine Abenteuerwelt. Das heißt, dieser Mensch hat sich auch hingesetzt und hat in freier Lizenz dieses Ding gemacht und ihr habt es sogar noch rausgebracht im Endeffekt. Naja, wir haben ja dazu aufgerufen, ne? Also wir haben gesagt, hey, wir wollen mal gucken, irgendwie, ob die Deutschen auch interessante Hintergrundwelten bauen können und haben dazu zu einem Wettbewerb aufgerufen mit einem gewissen Rahmen, ja, also Zeichenzahl und dergleichen und haben halt eben auch ein Thema vorgegeben. Das Thema war Deutschland im weitesten Sinne. Also die Hintergrundwelt sollte in irgendeiner Form Bezug auf, ja, noch nicht mal unbedingt Deutschland, sondern auf den deutschsprachigen Raum nehmen, ne, damit man Österreich, Schweiz und dergleichen halt eben mit einschließt. Und haben dazu aufgerufen und haben in Aussicht gestellt, dass wir die Gewinner halt eben auch veröffentlichen wollen. So, Genau, und genau. Bergungskreuzer Möwe von Christoph Lietz hat da den ersten Platz gemacht und hat, ja, ist dann halt eben auch als originär deutsche Fate-Abenteuerwelt im Rahmen der Fate-Abenteuerwelten halt eben auch erschienen. Also das, nur mal, um das kurz abzureißen, also das ist quasi ein Unterwassersetting. Genau. Ist es auch Endzeit? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, es ist also im Deutschen Kaiserreich, jetzt pass auf, jetzt muss ich ein bisschen zusammenfriemeln, was ich jetzt noch so im Kopf habe. Im Deutschen Kaiserreich ist ein UFO gekommen und hat durch Strahlen die Meere um 120 Meter angehoben. Holland oder die Niederlande gibt es so in der Form nicht mehr und du spielst im Grunde genommen die Besatzung eines Bergungskreuzers um. Nicht nur gegen diese vergangenen Invasoren irgendwie vielleicht auch vorzugehen, sondern um halt eben auch Dinge zu bergen oder versunkene Kulturen zu erforschen. So, es Ja. ist Also kein primäres Unterwassersetting. eine Mischung aus Waterworld und Jules Verne-Romanen, so Captain Nemo, 20.000 Meilen unter dem Meer und solche Geschichten. Also weil es ja auch in dieser, ja, es ist ein bisschen steampunkig angelegt, in dieser Zeit, Kaiserreich und so weiter. Ja, und das ist ganz interessant, weil ich habe ja gesagt, ihr sucht uns ja immer die Rosinen raus aus diesen Abenteuerwelten von Evil Head, die ja mittlerweile über 30 Stück haben davon. Genau, ja, Und richtig. da habt ihr in diesem Fall, habt ihr jetzt gesagt, jetzt haben wir schon ein deutsches Unterwassersetting, jetzt brauchen wir das amerikanische gar nicht mehr übernehmen, ja, weil da gibt es ja auch ein amerikanisches. Ja, gibt es auch. Nur es gibt halt, wie gesagt, es gibt halt 30 Stück und gut, man muss das Ganze übersetzen, man muss es auf den Markt bringen und wir haben ja ein paar amerikanische schon übersetzt, nur wir wollten halt eben auch die Community mit einbeziehen, wir wollten mal gucken, was ist in Deutschland so möglich. Das war extrem interessant auch zu sehen, wie kreativ da mit dem Thema deutsche Sprache oder überhaupt deutsche Themen irgendwie umgegangen wird. Und von daher ist das eigentlich losgelöst voneinander zu betrachten, die ganze Geschichte. Okay. Ja, also. Und genau. Und da gibt es, wie gesagt, jetzt vier aktuell Genau, Abenteuerwelten. Das ist genau. einmal der Bergungskreuzer Möwe. Dann
das, was ich mir auf jeden Fall noch zulegen werde. Ich habe es jetzt noch nicht, aber irgendwann werde ich es machen. Masters of Umda. Extrem cool. Ist aber alles, was du jetzt nennst, sind aber original Evil Head Produkte, genau, die innerhalb ihres Patreon-Projektes halt eben finanziert werden. Genau, das sind die amerikanischen Übersetzungen. Und wer kann besser Dinosaurier mit Lasern als die Amerikaner? Das muss man ihnen lassen. Ja. Dann habt ihr noch The Nest übersetzt oder nur Nest heißt es. Das ist so, genau, so eine Fantasy, aber mit Märchenanklang Geschichte. Ja, es ist im Grunde genommen eine Art von Alice im Wunderland, Peter Pan, alles das als spielbares Setting. Genau, es ist so ein Märchensetting. Ne? Und Masters of Umda ist ganz klar Masters of the Universe mit abgefeilter Seriennummer. Ja. Also wer Masters of the Universe spielen will, der muss sich Masters of Umda holen. Ja, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht liegt es daran, weil ich ja so ein bisschen so als Kind viel diese He-Man-Kassetten und so gehört habe. Und vielleicht liegt es auch daran, ne? Dass ich das so cool fand. Ja, und dann halt genau das Nest. Das ist quasi die spielbar, also die ausgekoppelte Feenglobule von DSA. Ja? Also, okay, keine Ahnung. Also Feenglobulen sind eigentlich so abgeschlossene Räume, sage ich jetzt mal, in die man so reingezogen wird und da ist alles möglich. Und so habe ich Nest auch verstanden. Also, dass die Spieler quasi in ihre Träume gehen können und da kann alles passieren. Also, naja, du bist halt erwachsen und wirst halt wieder zurück in dieses Reich Nest gerufen, in dem du früher als Kind ein Held warst. Ja, und fängst halt innerhalb deiner Kampagne, die du spielst, dich wieder an deine Heldenhaftigkeit zu erinnern. Und erlebst dann in Nest eben Abenteuer. Also es bin im Grunde genommen Narnia, Peter Pan, all sowas, genau, genau, im Grunde genommen. Ne? Genau. Da kann man soweit auch alles spielen. Ja? Das hast du ja auch hier, Alice im Wunderland und so weiter. Genau. Das kann man halt alles da machen. Deswegen in der Feenglobule kann man auch alles machen. Da kann man auch die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen außer Kraft setzen. Das ist bei DSA halt so. Okay. Und das habt ihr halt bei Nest nochmal par excellence gemacht. Und dann das extrem coole, die vierte Abenteuerwelt, diese Eagle Eyes. In einem römischen Setting, eine Mischung aus der Fernsehserie Rome und Game of Thrones. Quasi, ja. Mit Intrigen, einfach mit Senat, mit den römischen Armeen, mit Cäsaren und allem drum und dran. Habe ich auch vorgestellt und das hat sich auf jeden Fall richtig, richtig gut angehört, ja. Genau, es ist im Grunde genommen Rom und über die Hintergrundwelt, nenne ich es jetzt mal, Rom halt eben drüber gestülpt, das Genre des Noir-Krimis oder des Noir-Detektiv-Genres. Ja, dieser klassische Noir-Detektiv, das ist ja der so im Trenchcoat mit diesem Hut und dem Schlapphut und 38er Revolver dabei, ne? Ja, wobei diese Optik ja bei Eagle Eyes jetzt da nicht unbedingt zu tragen kommt, sondern mehr so diese ganzen Genre-Konventionen mit Intrigen, Investigation, erforschen, nachforschen. Genau, spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit. Ne? Aber das ist so dieser typische, klassische, nur um es mal zu erklären, für Leute, die jetzt nicht den Begriff Noir vielleicht so einschätzen können, aber das ist dieser typische, den man so kennt, ne? dieser Detektiv. Und das hört sich sehr, sehr gut an, auch vor allem mit diesen, in dem Eagle Eyes, was mir da halt sehr, sehr gut gefallen hat, war diese Intrigengeneratoren, also wie groß man das oder wie man diese Szenen so anlegen kann. Mhm. Eine kleine Intrige hat so und so viele Positionen in der Szene und so weiter, wird genau erklärt. Ja, du spielst halt Agenten des Senats, die für den Senat eben Dinge erledigen und wirst dann vielleicht sogar auch in Intrigen reingezogen, die dich halt persönlich betreffen oder dich auf irgendwelche Seiten schlagen musst. Darum dreht sich es eigentlich. Ziemlich interessante Abenteuerwelt. Vor allem auch der Ansatz, wie die Spielermotivation dann einfach über diese Ja, die Tour.
diese Verditur, diesen Gefallen, den dir das Senat dann erfüllt. Den Namen wusste ich schon gar nicht mehr. Genau, aber auch über diese Geschichte, man kennt es ja, also viele Leute kennen es halt von Asterix noch, ne? Der Legionär bekommt nach seinen 20 Dienstjahren, bekommt er eine Parzelle in Gallien oder sowas und so ist das da ähnlich auch gemacht, ja. Ja, oder vielleicht wird der Bruder begnadigt. Genau, ja, der wichtige Dinge. Soll. Ja, genau, richtig wichtige Dinge. Ja, und man kann das auch immer wieder erweitern, also die Charaktere sind, nachdem sie das erreicht haben, nicht am Ende. Man kann auch noch einen Nachschlag holen. Ne? Also, genau. Wenn der Bruder befreit wird, jetzt soll der Bruder nicht nur befreit werden, sondern soll seinen Senatssitz wiederbekommen oder sonstige Geschichten. Genau. Die Auswahl über die getroffenen Abenteuerwelten, die triffst jetzt du? Die treffe ich mit dem Team zusammen. Mit deinem Team, genau. Mit dem Team zusammen. Ihr sprecht das durch und dann gehst du zum Patrick Götz. Genau. Ihr sprecht das auch noch mal kurz durch, aber in der Regel hast du mir schon gesagt, habt ihr so ein gutes Verhältnis, dass eigentlich da, dass er sich da auch so ein bisschen auf dich verlässt und sagt, er weiß ungefähr. Ja gut, ich kann den Patrick jetzt auch nur vom Kopf gucken, aber klar gibt's da Vertrauen, logisch, aber die Entscheidungsgewalt hat natürlich er und klar, ich bereite das Ganze natürlich vor oder wir als Team bereiten das Ganze da natürlich vor und sagen dann, pass mal auf, das und das und das und das und das. Finden wir super aus den und den Gründen und dann gucken wir halt, was wir möglich machen. Mhm. Genau. Ist irgendwas geplant an eine neue Abenteuerwelt im Moment? Ja, geplant schon. Wir haben nur momentan zugunsten auch großer Projekte und auch weil, ich sag jetzt mal, wir noch abwarten wollen, wie gut diese Serie anläuft oder ob sie weiter so läuft, wie sie bisher läuft, die Arbeiten an Abenteuerwelten momentan noch ein bisschen eingestellt. Also innerhalb dieser 30 Stück gibt es halt schon sehr interessante, ja, Abenteuerwelten. Nur haben wir momentan das Gefühl, dass der deutschsprachige Rollenspieler mehr an dicken Büchern interessiert ist und an wirklich detailliert ausgearbeiteten Hintergrundwelten anstelle von so kurzen, knappen und auf den Punkt gebrachten Hintergrundideen. Ah, okay. Wie Masters of Umda. Also ich vergleiche das immer ganz, ganz gern so. Es gibt Hintergrundideen für die reichen 50 Seiten, um sie zu beschreiben, damit du als Spielleiter oder auch als Spieler eine Ahnung hast, wo es hingeht und dann halt irgendwie selber machen kannst. Ja, wie zum Beispiel, ich benutze da immer gerne Usagi Yojimbo. Wir spielen im feudalen Japan und wir spielen anthropomorphe Tiere. Ja, den Pferdeschmied, den Affenkampfmönch, den Panda-Bär-Krieger oder irgendwie sowas, ja, dann hast du eigentlich mit diesem kurzen Absatz schon einen relativ guten Plan davon, um was es geht. Scheint aber in Deutschland nicht so anzukommen, sondern die deutschsprachige Spielerschaft, zumindest wenn man sich so Verkaufszahlen und so weiter und so fort anguckt, mögen lieber so Sachen wie Eis und Dampf, Malmsturm, Seelenfänger, solche Geschichten. Wo also viele Dinge auch rauskommen, Zusatzmaterial noch und dies und das. Und ja, wo einfach ein Haufen Zeug da ist, wo du halt ein bisschen was selber machen kannst, aber nicht musst, während du bei den Abenteuerwelten eine relativ gute Vorstellung von dem bekommst, was dort geschieht. Hast meistens auch einen Szenario-Vorschlag für eine Mini-Kampagne. Wenn du aber weiterspielen möchtest, musst du halt die Dinge selber in die Hand nehmen. Und deswegen haben wir zugunsten von anderen Projekten da jetzt erstmal gesagt, für die zweite Staffel an Abenteuerwelten, da haben wir so unsere Favoriten, aber damit warten wir jetzt erstmal. Gucken mal, wie das läuft. Ja, was ja viele auch ein bisschen unterschätzen, ist, dass ein Verlag oder die Leute, die da arbeiten, wollen gerne das und das und das rausbringen. Aber um es rauszubringen, da braucht man halt auch die Manpower. Ja? Ich meine, wenn sich jemand daheim hinsetzt und privat irgendwie über Monate irgendwas übersetzt, das ist eine andere Qualität als das, was halt eine Redaktion macht. Und man kann sich halt auch total verfasern
und man hat zu wenig Leute an zu vielen Projekten und im Endeffekt kommt nur eine verwässerte Brühe raus, sag ich mal, und nichts ist richtig zu Ende durchdacht. Ne? Und da muss man halt schon aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil machen kann man alles. Ne? Ja gut, machen kann man alles. Am Ende des Tages kosten Dinge halt irgendwie auch Geld oder Arbeit oder Zeit oder Herzblut oder sonst irgendwas. Also sie kosten. Der Unterschied ist halt nur, in der Feldredaktion geschieht auch sehr viel in der Freizeit. Also ich mache das auch abends und am Wochenende. Ja. Ja, genauso wie der Rest des Teams ist eigentlich alles, also wir reden hier nicht von festangestellten Leuten, die mit ihrem Brotjob dafür bezahlt werden, coole Sachen zu machen, sondern wir reden hier wirklich von herzblütigen Enthusiasten, die aus Freude zu einem Setting, zu einem Rollenspiel oder zu einem System mit gewissen Kernkompetenzen diese Feldlinie betreuen. Ja? Der Unterschied nur ist, dass dort, wenn man sagt, ja, ich mache mit, auch eine gewisse Erwartungshaltung einfach existiert und man dann halt irgendwie auch im Grunde genommen in die Pflicht genommen wird. Wenn man sagt, ich möchte das übersetzen, dann gibt es halt auch einen Startpunkt, dann gibt es bestimmte Meilensteine, die es zu erreichen gilt, irgendwie bis hin zum fertigen Produkt. Ja? Während du, wenn du in deinem stillen Kämmerlein halt eben vor dich hin übersetzt, kannst du das halt machen, wie du möchtest, nur da warten halt andere Leute auf dich, dass du mit deiner Übersetzung fertig wirst oder mit deinem Lektorat, Korrektorat, Layout oder sonst irgendwas. Das heißt, das hat nicht unbedingt den professionellen Status eines Angestelltenverhältnisses, sondern es ist irgendwie so mittendrin. Mhm. Ja, also da ist eine gewisse Bringpflicht mit verbunden einfach. Also ich habe jetzt die Tage ein Interview geführt mit dem Roland Hofmeister. Das ist ein Autor für das Riesland-Projekt für DSA. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Rakshasa, ne? Genau, das ist quasi Sword and Sorcery wie Malmsturm. Aber diese beiden Settings unterscheiden sich wie Feuer und Wasser eigentlich, obwohl es beide Sword and Sorcery sind. Na ja, so, gut. Ich habe jetzt ein Interview geführt. Und das ist auch, wenn dieses Interview erscheint, ist das auch schon auf meinem Kanal unter Interviews zu finden. Okay, okay. Und bei denen ist es ja ein reines Fanprodukt. Also da sind ja Verlage gar nicht dran beteiligt. Also es ist für DSA auch, also das habe ich jetzt in einem Interview geklärt. Aha, die Ulysses-Redaktion, also für mich auch geklärt, hat nichts gemacht, außer den Vertrieb und den Druck. Okay, okay. Ja? Ja, was ja auch schon viel ist, ne? Also hat er auch gesagt, war für die wahnsinnig entlastend, wahnsinnig top und so. Aber Ulysses hat weniger dazu beigetragen, als ich eigentlich dachte. Die haben kein Layout gemacht, die haben gar nichts gemacht. Also die haben den quasi freie Hand gelassen. Okay. Außer dass die natürlich haben die den, es ist ein reines Fanprojekt gewesen. Okay. Ja? Okay. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, genau, wo du erzählt hast, genau, dass ihr seid alle quasi nicht angestellt, ihr seid alle, auch alle Hobby-Leute. Und trotzdem ist es eine ganz andere Qualität als jetzt meinetwegen in Riesland. Gut, kann ich nicht und möchte ich nicht beurteilen. Nein. Es geht jetzt gar nicht darum, dass das eine besser ist oder das andere schlechter. Okay. Man sieht es aber zum Beispiel an den Zeichnungen zum Beispiel. Das Riesland hat richtig geile Zeichnungen, aber man sieht teilweise, da hat mal der eine 5, 6 Bilder beigesteuert, da hat der andere für ein Volk geschrieben. Okay, gut, ja. Aber da musst du aber auch sagen, die meisten Fate-Produkte, wenn es jetzt nicht irgendwie Eis und Dampf, Malmsturm, Seelenfänger ist, sind ja Übersetzungen von einem professionellen Verlag, der Illustrationen in Auftrag gegeben hat, die wir in Lizenz einkaufen. Wir machen ja im Grunde genommen nichts anderes wie übersetzen, lektorieren, Korrektorat und dann halt eben das Layout. Ja gut, aber bei Malmsturm, das ist doch von euch. Also das hast du ins Leben gerufen mit anderen noch, mit einem Team? Freunde von mir, also nicht Team, sondern tatsächlich Freunde haben mit mir zusammen Malmsturm genau. Und ihr habt auch die Zeichnung beauftragt? Richtig, nein. Nein? Nein. Björn Lensig ist ein sehr guter Freund von mir.
Oder da, so. Da haben sich einfach nur ein paar Leute genau. mit glücklichen Umstand zusammengefunden, die halt, ich sage jetzt mal, ein bisschen was auf der Pfanne haben. Ja. Also ich meine, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber bei Malmsturm, die Zeichnungen, sind die alle von ihm? Alles Björn Lenzig, so. Alles, jeder einzelne. So, und dann, genau das ist nur das, was ich damit sagen wollte, ja, wegen jetzt dem anderen, beim Fanprojekt, dann da haben halt ganz, ganz viele Leute dran gearbeitet. Ne? Okay. Und dann ist es halt auch so, dann hat mal einer 5 Grafiken beigesteuert, jetzt hat er keinen Bock mehr, ist weg im Verlauf. Ja? Und das Kernteam von Riesland ist, lustigerweise sind das 4 oder 5 Leute, die mittlerweile da schon seit 10 Jahren dran sind. Ja? Okay. Und die sind halt quasi wie die Pfeiler da drin und dann kommen immer noch ganz viele Leute von links und rechts und reichen was ein. Ja? Okay, okay. Und bei dem hier, bei Malmsturm, ja. Ja, da sieht man halt, es ist halt aus einem Guss. Es wirkt so, ja. Schon alleine durch die ganzen Zeichnungen, die jetzt zum Beispiel einen Stil verfolgen, ja. Das sieht man, ne. Und dementsprechend ist das hier jetzt rein von der Sache her, also ein Kunde erwartet, dass das hier ein ganz normales Verlagsprodukt ist. Von der Qualität eines Urwerk-Verlags, von der Qualität eines DSA und sonstigen. Okay. Ja, das ist schön zu hören. Auf der anderen Seite ist Malmsturm ja eigentlich auch nur eine Fansache irgendwie. Da sind halt mittlerweile 6 beschmierte Typen, denen diese Sache halt in gewisser Weise ernst ist oder extrem ernst ist mit einem gewissen Niveau, um halt irgendwie ihr Ding zu machen, mit dem glücklichen Umstand auf Ressourcen zu verfügen, ja. Um sowas halt eben möglich zu machen. Also ich bin Mediengestalter, das heißt, ich kann so ein bisschen layouten, ja. Der Björn kann ein bisschen malen, der Werner kann ein bisschen schreiben, Helge kann auch ein bisschen schreiben, Björn auch und Sebastian kennt sich halt gut mit Regeln aus. Das heißt, da ist halt einfach und Florian hat ein richtig geiles Auge fürs Lektorat. Das heißt, da hat sich einfach ein Team gefunden von beschmierten Typen, die einfach Bock auf eine Sache haben, die ihre Kompetenz in gewisser Weise in die Waagschale werfen und halt eben nicht müde werden, an einer Sache zu arbeiten mit einem gewissen selbstverpflichtenden Rahmen, um das halt eben zu schaffen. Das wollte ich halt jetzt nur noch mal rausarbeiten, jetzt aus dem Gespräch einfach auch, dass das nicht so ist wie bei einem Verlag, wo man jetzt sagt, das ist ein Redaktionsteam, die Leute kommen von 9 to 5 und arbeiten jetzt für dieses Produkt, sondern ihr arbeitet auch noch nebenher. So, war jetzt nochmal ein kurzer Abriss zu Malmsturm. Das machen wir nochmal gesondert. Ich möchte jetzt gerne nur nochmal auf die letzten Fragen zu Fate eingehen. Ja. Und ich würde auch sagen, das geht jetzt mittlerweile schon 2 Stunden, fast 2 Stunden unser Interview. Wir machen das jetzt fertig und treffen uns vielleicht dann in ein paar Wochen nochmal. Und dann gehen wir mal intensiv auf Malmsturm ein. Ich bereite mich auch nochmal aktuell vor. Ja, gerne. Und auch auf den aktuellen Projekte. Und dann machen wir das nochmal gesondert. Ja, gerne. Und jetzt beschließen wir den bunten Reigen, den wir bis jetzt geknüpft haben, mit den abschließenden Fragen. Was dann noch so alles? Wir haben schon einiges mal so reingeschmissen. Ja. Zellenfänger, Eis und Dampf, Dresden, Pfalz haben wir nicht genannt, aber... Ist auch Fate 3. Ist aber auch ein Fate-Produkt. Was, da gibt es ja eine gewisse Auswahl. Also Zellenfänger, wie gesagt, da habt ihr jetzt nichts direkt mit zu tun. Das ist ein Dark-Fantasy-Rollenspiel. Dann Eis und Dampf. Was war das nochmal? Das ist eine Steampunk Welt, in der man als Crew eines Luftschiffs durch die Gegend zieht. Ah ja. Abenteuer erlebt. Auch ziemlich coole Hintergrundwelt, die auf den Romanwelten von Judith und Christian Vogt fußt. Ah, das ist ein Roman dahinter. Genau. Das Ganze startete als Romanwelt, Eis und Dampf, im Feder- und Schwert-Verlag erschienen. Und da hieß es dann, oder da kam dann irgendwann die Idee, aus der Romanwelt auch ein Rollenspiel zu machen mit Feldregeln im Uhrwerk Verlag. Okay. Und da ist auch richtig viel für rausgekommen. Also da gibt es schon etliche Dinge, ne? Also habe ich gesehen. Da gibt es das Regelwerk Eis und Dampf und dann Kreuzkönig, ein Abenteuerband.
Nur das? Ich dachte, das war viel mehr. Ja, da gibt es noch die, also die Romane gibt es, dann gibt es Groschenromane. Das also lag dann an den Romanen. Das genau, also für die Hintergrundwelt gibt es natürlich, aber rein rollenspieltechnisch betrachtet gibt es halt eben diese beiden Produkte. Ah. Ähnlich wie bei Malmsturm gibt es auch nur aktuell zwei Produkte. Ja, ich habe dann wahrscheinlich die Romane gesehen und dann vermutet, dass das auch dazu gehört. Dann habt ihr das, dann gibt es diese Dresden-Files. Da kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus. Mhm. Harry Dresden ist halt ein Urban Fantasy-Roman von Jim Butcher. Da gab es von Evil Heads damals eben das Harry Dresden-Rollenspiel. Das ist basiert auf den Fate 3-Regeln. Also im Grunde genommen ist es ein Zwischending zwischen Fate 3 und markiert den Übergang zu Fate 4, also zu Fate Core. Mhm. Ja, von regelmechanisch. So ist das einzuordnen. Und ja, genau. Das gibt's, aber gibt's halt noch nicht auf Deutsch oder nicht auf Deutsch aktuell. Ach so, ja, ich habe es jetzt halt natürlich im Feldcast, den ich jetzt nochmal erwähnen möchte, gehört, habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt. Ich habe es nur wahrgenommen, dass das auch gespielt wird, ne? Mhm, genau. Ja, auch bei anderen Gelegenheiten habe ich das schon mal gehört. Ja, populäre Hintergrundwelt. Auf jeden Fall bin auch ein recht großer Harry Dresden Fan. Ja. Ah, okay. Genau. Ist das, also der Mann heißt wirklich Harry Dresden oder heißt die Romanfigur so? Nee, die Romanfigur heißt Harry Dresden also. Und der einzig praktizierende echte Magier in Chicago. Also absolut abgedreht. Also hat nichts mit Dresden zu tun. Nein. Er inseriert auch so mit dieser Punchline in den gelben Seiten. Also da gibt es, um das nochmal irgendwie genauer, das Harry Dresden Rollenspiel, eben dieser Zwischending zwischen Fate 3 und Fate 4. Evil Head hat im Zuge eines Crowdfundings aber auch Dresden Files Accelerated rausgebracht, mittlerweile erhältlich und ist im Grunde genommen das aktuellste Regelwerk, um in diesem Universum zu spielen. Das klingt so ein bisschen nach, also so vom Humor her irgendwie, so Anhalter durch die Galaxis oder hier, wie heißt er, Terry Pratchett irgendwie so. Na, nicht ganz so philosophisch, nicht ganz so humoristisch, aber es ist schon, es ist so eine Art Popcorn-Kino, es ist schon irgendwie, wenn Bruce Willis Magier wäre, dann würde wahrscheinlich Harry Dresden dabei rauskommen. Okay. Alles klar. Ja, und dann gibt es noch ein großes Projekt, an dem du arbeitest im Moment, auch aktuell, das ist Engel. Ja. Engel. Und das ist auch eine rein deutsche Geschichte. Ne? Genau. Engel ist eine rein deutsche Geschichte von Oliver Graute, Oliver Hoffmann und Kai Meyer erdacht. In zwei Versionen oder ja, erschienen, damals im Feder und Schwert Verlag. Ein Rollenspiel mit zwei Regelsystemen, das hatte die D20-Regeln und halt eben das originär ursprüngliche Arcana-Erzählsystem. Das wurde mit Karten gespielt. Mhm, okay. Genau. Und jetzt ist halt eben geplant, Engel mit Fate Core neu aufzulegen. Okay, und das seid ihr jetzt mittendrin oder am Ende? Das ist immer mittendrin. Es ist ein wirklich, wirklich großes Mammutprojekt, Engel. Greift auf eine Bibliothek zurück von mehr als 1300 Seiten. Mhm. Und wir nehmen uns das komplette Material vor, sichten das, gucken, ob es textlich Redundanzen gibt, gucken, ob die ganzen beschriebenen Sachen, weil es halt eben auch ein Rollenspiel Hintergrundwelt ist, die auf mehr als 10 Jahre gewachsen ist, ob es irgendwelche Widersprüchlichkeiten gibt, also ungewollte Widersprüchlichkeiten, und bereiten das also im Grunde genommen komplett neu auf, ordnen die kompletten Texte in einer neuen Struktur an, um es dann halt eben in 4 Büchern neu rauszubringen mit Fate Core Regeln. Vier Bücher sind geplant. Ja. Und die arbeitet ihr an denen jetzt parallel oder? Ja, wir arbeiten momentan am Grundregelwerk und sichten aber alles und teilen halt eben schon mal einzelne Texte bestimmten Büchern halt eben zu, die wir thematisch neu aufbauen, also damit wir die Texte also thematisch neu sortieren. Gibt's da schon, ich meine, das ist jetzt alles nicht bindend natürlich, aber gibt es da schon so eine
so eine, dass man sagt, Buch 1 hat ungefähr die Thematik, Buch 2 ungefähr das, und kann man da schon irgendwas sagen oder ist das noch alles ein Chaos? Nee, ein Chaos nicht. Also die Vorstellung ist halt eben das Grundregelwerk, in dem im Grunde genommen alles drin ist, was du brauchst, um in der Welt von Engel spielen zu können. Ja, dann gibt es halt eben ein Buch mit den Widersachern, also das halt eben die Schrottbarone, die Traumsaat und also alles, was halt eben gegen die Engel und die Kirche steht, abgebildet werden soll. Dann soll es halt eben auch ein Buch geben mit den ganzen, das sich mit der Kirche beschäftigt, mit der Kirche und den Engeln. Also thematisch halt eben ganz anders aufgeteilt wie das alte Engel, das mit Ordensbüchern aufgewartet hat, für jeden Orden ein eigenes Buch, mit dem Codex Urbanus, wo die Schrottbarone und die ganzen Enklaven halt eben abgehandelt wurden, die kirchenfrei waren oder halt eben nichts mit der Kirche zu tun hatten. Also da ordnen wir also eine neue thematische Struktur, ordnen wir da halt eben an. Okay, okay. Und dann, was habe ich das so rausgehört? Ist die Kirche in diesem Setting gut? Schwierig. Oder ist das grau? Weil das ist ja eine, die Kirche ist ja eine wahnsinnige Thematik. Ja, da kann man sich einerseits verbrennen, andererseits sind ja Rollenspieler sehr, sehr oft, lehnen ja oft Religion ab. Ja, gut, das muss ja jeder für sich sagen. Also die Kirche in Engel ist halt schon in gewisser Weise ein faschistoides System. Ja. Okay. Die mit einem Allmachtsanspruch auch durch die Engel, ja, macht aber vieles dadurch einfach wett, indem sie die auch innerlich zerrüttet und zersplittert ist, ja, also wo Intrigen herrschen und Machtansprüche, die aber halt eben auch einfach vieles dadurch wettmachen, dass sie im Grunde genommen der einzige Fels in der Brandung gegen die Traumsaat sind. Okay. Und, ist das jetzt in der Realität angelehnt? Also ist das die katholische Kirche oder ist das einfach nur eine Glaubensgemeinschaft? Nein, es ist die angelitische Kirche, ja, und Jesus zum Beispiel existiert, also die Geschichte von Jesus und der Name Jesus und so weiter und so fort existiert, aber er ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Wanderprediger. Also es ist eine Kirche, die auf dem Glauben der Engel basiert und nicht auf der Dreifaltigkeit Gottes. Ja. Okay. Natürlich. Und es spielt weit, weit, weit in der Zukunft, ja, mit einer im Grunde genommen zerstörten Welt, die im Aufbau inbegriffen ist, und Engel existieren, ja, geflügelte Wesen im Kampf gegen die Traumsaat, gegen den Widersacher, gegen den Teufel. Und die Kirche ist im Grunde genommen das einzige Organ. Die Schrottbarone sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde genommen das einzige Organ, die dieser in mutierten Insekten und Orden, die halt eben für den Widersacher kämpfen, im Grunde genommen irgendetwas entgegenstellen zu haben, um den Menschen das Überleben auf dieser Welt zu sichern. Okay, ja. Wenn ich das so höre, also hört sich schon auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Also ich habe jetzt da keine Berührungspunkte gehabt. Das solltest du unbedingt ändern, weil Engel ist in meinen Augen mit eines der geilsten originär deutschen Hintergrundwelten, die je geschrieben wurden. Also ich bin, gut, merkt man vielleicht, ich finde Engel ganz, ganz, ganz großartig. Es ist ein super, super, super geiles Rollenspiel, das da geschaffen wurde. Gibt auch Romane, insgesamt 9 Stück, bei Feder und Schwert auch, da nochmal kurz Werbeeinblendung. Mach unten in die Infobox. Genau, gibt es also auch. Ne? Von daher, genau. Okay. Ist geplant. Ja, und jetzt fällt mir halt aber auf, wenn ich jetzt so die ganzen Publikationen für Fate mir so angucke. Es ist nichts so, dass man sagt, okay, das ist jetzt erstmal, wir haben ein klassisches Fantasy, wir haben ein klassisches, was weiß ich, Steampunk oder Sci-Fi oder dieses, sondern das sind schon alles Sachen, die besonders sind. Jetzt stellt sich mir die Frage, liegt das daran, dass ihr alles Hobby-Leute seid, sagen wir mal, die mit Herzblut und noch in der hintersten Nische wühlen, quasi, was so diese
diese Settings angeht? Oder liegt das einfach daran, dass ihr euch damit auch mit Fate eine Nische suchen wollt, die niemand sonst besetzt? Ist vielleicht auch einfach eine gewisse Philosophie, die von Evil Head auch selber rüberschwappt. Ach so, das ist, die Amerikaner haben damit zu tun, ein bisschen? Ja, nicht unbedingt zu tun, aber wenn du dir die Produkte von Evil Head selber anguckst, dann wirst du halt eben sehen, dass sehr viele, also gerade die Abenteuerwelten, die Evil Head rausbringt, sind halt eben schon in gewisser Weise so eine Art Crossover. Da werden halt eben bestimmte Genres miteinander verknüpft, also Ich weiß nicht, wie sie es machen. Vielleicht haben sie eine ganze Bibliothek von den 23 Regalmetern an GURPS-Quellenbüchern, ja, und würfeln einfach aus, welche drei sie irgendwie aus dem Regal ziehen und sie in den Mixer werfen. Nee, die haben Wale. Die haben Wale, die schwimmen und so Bälle in so einen Das Trichter, kann sein, das so kann wie, sein. So wie bei South Park. Ja, ja, okay. Das wird sein. Nein, es gibt also von Evil Head, es gibt nicht das 0815 Fantasy Setting oder irgendwie sowas in der, sondern die haben immer irgendwie einen gewissen Kniff und gut, in der Übersetzung bietet sich das dann halt eben auch an, darauf zurückzugreifen. Mhm. Und bei den originär deutschen Sachen ist es einfach so, dass es vielleicht noch nicht dazu gekommen ist, herzugehen und zu sagen, wir machen jetzt ein reines Science-Fiction-Setting oder irgendetwas in der Möglichkeit. Ne? Also, weil es ist halt schon so, also ich meine, natürlich, es gibt schon ohne Ende Fantasy-Settings. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende, die vielleicht auch gar nicht veröffentlicht sind, auch privat daheim gemacht werden und so. Aber ist die Frage, ob es das braucht, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist, es ist mir halt aufgefallen, dass diese Standardsachen, die halt immer gehen oder die gut gehen, jetzt eher nicht vertreten sind. Allerdings habt ihr euch natürlich auch dadurch diese Publikationen, die erscheinen, habt ihr euch eine gewisse Community gebildet, die sowieso dann was anderes will, ne? Das ist natürlich auch klar. Ja, ich glaube auch, dass der gemeine Fate-Spielleiter oder Fate-Spieler auch einfach irgendwie so ein Bastler ist, der auch einfach irgendwie drüber hinausgeht. Ne? Der einfach sagt, ne, ich möchte ein bisschen was mit einem Kniff haben oder sowas in der Richtung. Ne? Die suchen vielleicht irgendwie auch ein bisschen was Originäres. Ja gut, und das Schöne ist ja, dadurch, dass das alles so Open Source ist, kann sich natürlich auch jeder sein Sci-Fi-Setting, sein Cthulhu-Setting oder sonstige Dinge selbst bauen, genau. Obwohl du ja jetzt sagtest, Horror ist da nicht so interessant, deiner Meinung nach. Allerdings, das interessiert mich, das ist eine spontane Frage, Cthulhu ist ja an sich das cineastischste Horror, den man sich so vorstellen kann. Wenn man ihn so spielen möchte. Es geht ja eher um Feeling. Also da geht es ja eher gar nicht so darum, das alles so zu sehen, was der Horror ist, sondern eher ihn zu beschreiben. Mhm. Und man kann ihn auch vielleicht gar nicht so bekämpfen. Cthulhu würde doch sicher funktionieren mit Fate. Ich finde, Cthulhu ist halt ein Setting, das sehr breit aufgestellt ist. Du kannst Cthulhu ja auch in gewisser Weise wie vielleicht ist der Film Last Man Standing ein Begriff. Kannst du ja auch, was, ja. Ja, kannst du ja auch so actionorientiert spielen, ne? wie zum Beispiel Achtung Cthulhu, ja, mit dem Horror im Zweiten Weltkrieg. Oder jetzt, was ewig liegt, ist ja jetzt rausgekommen. Genau. So Pathfinder, glaube ich. Ich würde halt, also Fate und Horror ist halt so ein Ding, wenn ich Cthulhu spielen wollen würde mit Fate, dann würde ich halt schon darauf achten, dass meine Spieler vom Mindset her die Werkzeuge mitbringen, keine Scheu davor zu haben, ihre Charaktere absichtlich in den Wahnsinn zu treiben. Dann kannst du dir die Mechaniken von Fate zunutze machen und dann wird es, glaube ich, richtig, richtig geil. Wenn du versuchst, dem Wahnsinn oder irgendwelchen anderen Dingen da ein Schnippchen zu schlagen, dann sollte man das vielleicht doch lieber mit Gumshoe spielen oder so. Ja gut, aber Cthulhu legt ja schon, also das klassische Cthulhu setzt ja schon voraus, dass die Halbwertszeit der Charaktere relativ gering ist. Also das heißt, ich denke mal, jeder Cthulhu-Spieler ist sich darüber bewusst, dass sein Charakter früher oder später einen Abflug macht, ne? Gut, aber die Regelmechaniken bei Fate geben dir ja die Möglichkeiten, irgendwie dich da rauszufinden. Und dann ist halt eben die Frage, mache ich das? Ich glaube, das macht der Cthulhu-Spieler an sich nicht. Keine,
Weiß ich nicht. Das ist ja der Reiz, die Geisteskrankheit, die Abgründe, die Dramatik, die dann entsteht, ja. Und was ich mir gut vorstellen könnte, wäre extra noch so eine Geisteskrankheitsleiste. Also von Fate, jetzt so wie bei Malmsturm die Arkane-Leiste, oder wo nur Geisteskrankheiten in verschiedenen Abstufungen reinkommen. Mhm. Okay. Würde sicher gut funktionieren. Es gab ja schon bestimmte Bestrebungen, das zu machen. 100%. Und, ist nichts draus geworden bisher. Es ist auch ein Horror-Toolkit von Evil Head ist auch angekündigt. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie da von ihrer Betrachtungsweise und Fate drauf eingehen wollen. Von daher, ja. Okay, so, ich würde sagen, wir haben soweit alles abgegrast. Für alle Leute, die dranbleiben wollen am Fate, geht einfach unten in die Infobox. Da ist mal die Internetpräsenz von Fate verlinkt. Und da findet ihr auch die wichtigen Informationen, was jetzt in nächster Zeit geplant ist. Und ihr findet dort den Fatecast, der wirklich kurzweilig ist. Also, ja, ich zock dann immer irgendwas. Okay. Wo ich nicht so auf die Story achten muss, ne? Und höre dann den Fatecast so im Hintergrund. Ne? Das macht schon Spaß. Ja, doch, das ist gut. Empfehlen. Und vor allem viele, viele Anregungen zu Fate für alle Leute, die vielleicht auch schon Fate spielen. Sie haben Sendungen gemacht über die Magie, wie man die am besten einbauen kann, über verschiedene Aspekte und so weiter. Also die geben einerseits Hilfen zu Fate, andererseits wird auch über Settings gesprochen. Also ist echt coole Sache. So, Dominik, ich danke dir, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Ja, ich weiß, aber das sagt man so. Nein, ja, gut, dann. Ja, mir schon klar. So, ich gehe jetzt meine Geldsäcke zählen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Haut rein, bis dann.